Trommelwirbel. Drrr. Ein neues Kapitel. Vielleicht hast du es ja schon mitbekommen. Wir sind zu Hause ausgezogen. Warum sind wir jetzt hier in einer Wohnung? Wir wollten noch in einen Bus. Warum klappt das alles nicht? Warum gibt es so viel Neues zu entdecken? Fragen über Fragen. Es ist das Abenteuer, Leute. Es ist das Abenteuer, jeden Tag sich neu zu erfinden, jeden Tag aufzustehen, nicht zu wissen, was heute kommt. Ich weiß, wir brauchen Struktur. Da schreit meine vielbegabte, meine hochsensible Seite und sagt, Holger, du brauchst mehr Struktur. Und die vielbegabte Seite sagt, Abenteuer, ich will Abenteuer. Okay, Spaß beiseite. Also wir sind hier untergekommen in einer Wohnung in Wiesbaden, in der wunderschönen Stadt Wiesbaden. Schaut euch das an, wie wunderschön Wiesbaden sein kann, wenn man hier im vierten Stock wohnt. An einem der befahrensten Straßen Wiesbaden, hier in Wismarbring. Wir sind hier in der Wohnung von meiner Schwägerin. Die sind gerade in Budapest und wir dürfen hier unser erstes House-Sitting machen. Ich habe schon die Blumen gegossen und genieße jetzt meine Tasse Kaffee auf dem Balkon. Ja, warum House-Sitting? Warum jetzt doch keinen Bus? Ganz ehrlich, wir haben keinen Bus. Heute ist ja das erste Kapitel, ein neues Kapitel, die erste Episode. Vielleicht erzähle ich euch heute was ein bisschen über unsere Beweggründe, warum wir überhaupt auf diese spannende Reise, auf dieses spannende Abenteuer gegangen sind. Natürlich ist es einerseits das Abenteuer und die schönsten und magischsten Orte der Welt kennenzulernen und dorthin zu reisen, sich mit Menschen zu verbinden, zu vernetzen. Viele Menschen fragen oder sagen, ja, warum denn gerade jetzt? Und um genau das geht es. Wir wollen diese Freiheit wieder erleben und empfinden, die wir in unseren begrenzten vier Wänden nicht hatten. Und wir sind eben jetzt losgefahren, damit wir wieder in dieses Gefühl von Freiheit kommen. Die Sicherheit spielt keine Rolle. Ich kann nicht beides haben. Erinnert euch an Bodo Schäfer. Ich verlinke euch vielleicht noch das Video unten drunter. Du kannst nicht Sicherheit und Freiheit haben. Das schließt sich gegenseitig aus. Wenn du Sicherheit haben willst, dann bist du begrenzt auf deinen Vorstellung von Realität, was machbar ist. Wenn du Freiheit haben möchtest, dann wirst du das Unmachbare, das Unrealistische machbar machen. Und wir wollten schon vor 2 Jahren los, da hatten wir immer wieder andere Gründe gefunden, warum das nicht geht. Und jetzt haben wir uns eben gesagt, wenn wir es jetzt nicht machen, ja wann denn dann? Im Außen wird es immer Gründe geben, warum wir etwas nicht machen können. Das heißt eben nicht, dass es alles funktioniert, dass alles flutscht. Es flutscht nie im Leben. Man kommt in einen gewissen Flow, aber dann kommen immer wieder Hürden. Dann kommen immer wieder Dinge, die du transformieren darfst. Wir haben auch persönlich natürlich Konflikte mit uns selbst, miteinander. Wir haben Meinungsverschiedenheiten, wir haben Streitigkeiten. Wir diskutieren es aus, manchmal streiten wir uns auch und treffen neue Entscheidungen und gehen unseren Weg weiter. Und wenn es bedeutet, dass wir uns in einem halben Jahr oder vielleicht sogar weniger entscheiden, wieder zurückzukehren, ist das auch in Ordnung. Ihr merkt schon, ich teile heute ein paar Informationen mit euch, die vielleicht im ersten Kapitel interessant für euch sind, warum wir das überhaupt machen. Also, wir sind jetzt in Wiesbaden, weil es mit dem Bus noch nicht geklappt hat. Ach so, das wollte ich doch sagen. Ich erfinde mich praktisch jeden Tag neu. Ich bin ja ein vielbegabter Scanner und liebe sowieso die Herausforderungen. Aber ich habe auch einfach dieses Gefühl, mich voll und ganz hingeben zu können, egal was kommt. Ist niemals rund, aber es bleibt immer aufregend und genau das wollten wir ja. Wir wollten ja das Abenteuer und die Aufregung und die bekommst du eben nicht, wenn du nach Schema F eine Reise planst und dann Station für Station abhakst, sondern indem du offen bleibst für das, was das Universum dir liefert, für das, was das Universum dir als Geschenke da bietet und diese annimmst oder nicht. So sieht's aus. Wir sind jetzt hier in dieser wunderschönen Wohnung. Ich halte euch beim Laufenden. Ich pflege hier so ein bisschen die Blumen und es kann sein, dass wir bald nach Richtung Frankreich oder Richtung Dänemark aufbrechen. Was genau wissen wir noch nicht. Und auch da wieder eine Wohnung oder ein Haus sitten und nach den Katzen schauen. Oder aber wir finden einen schönen Bus und fahren dorthin, wo es uns gefällt, Richtung Portugal. Oder aber wir finden keinen Bus und kein Haus und kaufen uns ein paar Flugtickets nach irgendwohin. Wer weiß.
Habt Spaß an meinen Videos. Schreibt mir gerne, was sind eure Wünsche. Und dann hört ihr von mir oder von uns. Bis dahin, alles Liebe. Ciao.